Recht herzlich willkommen zur 47. Folge von Avorion. Ja, ich habe das Naonit abgebaut und bin aber auch schon Richtung Tor. Danach habe ich abgespeichert und wenn man abspeichert, sind dann die Piraten, glaube ich, weg, wenn ich das so richtig verstehe. Auf jeden Fall kamen Piraten, die wurden allerdings auch angegriffen. Kann natürlich auch sein, dass die in der Zeit, wo ich hier hingeflogen bin, von irgendwelchen Fregatten der Heimatfront hier, ja, vernichtet wurden. Ah, guck mal da, da ist noch der Kampf. Dann werden sie jetzt für mich wohl nicht mehr als schlechter angezeigt, oder was? Ja, gut. Okay, ich denke, wir bleiben hier mal am Tor gerade. Ich weiß auch gar nicht, welches ich jetzt hier aufgesucht habe. Das ist ein Süd-Süd-Ost-Tor. Lass uns mal in die Karte gucken. Okay, dann bin wir wieder weg, aber das würde ich ja auch gar nicht wollen. Ich würde, wenn, gerne ein Nordtor jetzt aufsuchen wollen. Da ist noch eins. West-Nordwest. Wäre auch okay. Fliegen wir mal gerade um die Ecke hier, damit wir das Tor da nicht im Weg haben, weil irgendwo muss doch noch da... Ah, da hinten ist es. Das Nordtor sein, ich glaube. Wo ist jetzt der... Der Kampf war hier, glaub, ne? Das ist dann erledigt wohl. Aber das Tor ist mir zu nah an dem, deswegen fliege ich mal... Aber das leuchtet so anders, ne? Es ist... Die Kupu-Anhänger. Ne, wir fliegen da mal hin und schauen mal, was da los ist. Wir sind natürlich total schwach. Oh, warte. Ja, da leuchtet schon wieder grün, ne? Wir sind also in einem Sektor, wo ganz viel von den Sachen sind. Ja, ich möchte dann eigentlich mal schauen, wie es denn hier so los ist. Schildbooster. Detektor, Radar-Upgrade. Geschützkontrollsystem, Höchstgeschwindigkeitssicherungsgurtschließer, Scanner, Geschützkontrollsystem und ein Arbeitsantriebsupgrade, okay. Und Sauerstoff haben wir noch mit. Ne, was ich jetzt wollte. Ne, da muss ich im Baumodus gehen, dann sehe ich die Waffen, ne? Genau so ist es. Hier sehe ich die. Ich habe hier einen Dreifach-Maschinengeschützturm aus Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Das ist alles Eisen. Was jetzt gebaut ist, kann ich... Achso, doch, das kann ich auswählen. Dann müsste ich es auch sehen, ne? So, wo sind die Waffen? Da sind die Waffen. Oder ich bleib drauf. Eisen. Eisen. Da ist nicht einmal Titan bei. Wir bräuchten als nächstes einfach mal dann einen Titan-Geschützturm oder sowas, ne? Und dass das besser wird. Ja. Obwohl, lass mal gerade reingucken. Das war jetzt hier ein Vierfach-Bolter-Geschützturm. Und das? Das ist der Bergbau. Maschinengeschützturm. Wir haben gar keinen Abwracker, ne? Naja, okay. Maschinengeschützturm ist schon mal exotisch. Und der Vierfach-Bolter-Geschützturm ist aus Eisen ungewöhnlich. Was hatten wir noch? Dreifach-Geschützturm selten. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, das ist hier schon so passend sortiert, oder? 4,9 Schaden. 1,5, 1,6. 4,9 Schaden. Wie war der Bolter? Ah, der hat schon 7,6, dann lassen wir den schon. Das ist schon der bessere Weg. So, jetzt ist nur die Frage, was machen wir? Irgendwo leuchtete es ja gerade eben grün. Und leuchtet mehrfach grün. Da hinten ist auch. Hier ist überall grünes Material. Wir waren auf dem Weg nach da. Das ist jetzt hier. Nicht. Keine großen... Raumjägerfabrik, okay. Biotop. Ressourcendepot. Was ist das da hinten? Das ist, glaube ich, eine Militäreinstation, genau. Das doppelte Ausrufungszeichen ist das, ne? Stofffabrik. Hier oben gibt es noch was. Ist das eine Werft? Ein Asteroid erwischt. Schiffswerft. Vielleicht sollten wir mal die Schiffswerft
Ausrüstungsdock, das ist es doch. Lass uns zum Ausrüstungsdock fliegen. Okay, es ist auch noch ein, sag schon, Händler gerade wohl hier angekommen, der mobile Geschütztürme verkauft. Aber wir sind jetzt auf dem Weg nach hier hin. Das ist Titan, naja. Ich sehe jetzt hier auch nichts, was bebaubar ist. Unser Schiff dreht sich auch sehr träge. Müssen wir mal gucken, wo wir da andocken können. Ach, da oben ist schon einer dran, alles klar. Achte. Okay, kein Booster mehr. Langsam dran fliegen. Da unten ist ein Dockingport. Den sollten wir vielleicht nehmen. Sieht so aus, dass ich den auch schaffen könnte. Ohne zu crashen. Okay. So, da ist es. Dann docken wir mal an. Ausrüstung handeln. Ja, hier gibt es zum Beispiel so ein schickes Waffe, ne? Und so, das müssen wir definitiv. Der ist sogar noch nicht mal teuer, ne? Wie viel haben wir denn? 1,4 Millionen, das geht ja schon mal. Ja, was ist denn da? Schaden 19,1. Ja, und das müssen wir auf jeden Fall in Titan umbauen, das ist auch klar. Damit es wenigstens ein bisschen vorangeht, ne? Doppelmaschinengeschützturm. Ich glaube, wir kaufen den auf jeden Fall. Den Lasernanoid. Naonit, so heißt das Ding. Kaufen wir auch. Ach, die haben da mehrere von, okay. Und hier gibt es noch einen Titanabwracker, der vielleicht noch ganz interessant wäre, weil wir überhaupt gar keinen haben. Gut, dann haben wir das auch schon. Ach, hier gibt es auch noch Jäger und sowas. Sehr schön. Güter-Shuttle. Scanner-Upgrade, Geschützkontrollsystem. Okay, das kostet richtig Asche. Geschützkontrollsystem. Bergbausystem. Was ist ein Bergbausystem? Markiere in der Nähe mögliche Asteroiden. Okay. Hört sich ja auch nicht schlecht an, ne? Geschützkontrollsystem, Quantum M. Ne, Quantum 2 Hyperraum. Sprungreichweite plus 3. Kontrollsystem, unbefindliche Schütze plus 3. Wow. Unbewaffnete Geschütztürme. Da auch. Außergewöhnlich. Ich weiß nicht. Boah, das sind alles Sachen, die würde ich ja gerne kaufen wollen, ne? Aber wir müssen das anders machen, definitiv. Das waren die Jäger, das waren die Geschütze und das waren die Upgrades. Und ich glaube, wir verkaufen mal was, oder? Okay. Müll verkaufen. Was ist Müll? Das ist die Frage, ne? Ja, hier steht schon mal nichts dran. Höchstgeschwindigkeitssicherungskurzschließer. Brauche ich eigentlich nicht. Würde ich verkaufen wollen. Was macht das hier? Plus zwei Slots. Lassen wir mal. Scanner-Upgrade, Radar-Upgrade. Okay.
Geschützkontrollsystem plus 3. Ach, das haben wir schon. Dann würde ich sagen, können wir das definitiv schon mal verkaufen. Und wie man sieht, hat sich die Ansicht gerade geändert. Das heißt, wir haben noch mehr, oder wie? Naja, hier unten steht es ja, ne? Doppelter Maschinen, komm hier, das ist erstmal schon mal zu verkaufen. Zack, weg. Und das kommt auch noch weg, oder? Ja. So, die drei haben wir gekauft. Der Schildbooster. Ah, da ist ja nicht schlecht. Geschützkontrollsystem plus 3. Hatten wir da. Schildwiderstandskraft. Hört sich auch gut an. Will ich auch nicht wegtun. Der ist natürlich top hier, der C43-Detektor, ne? Den machen wir weg. Beschleunigung von 16% ist zu wenig. Scannerreichweite 62. Mach weg. Wow, Geschütz. Geschwindigkeit plus Fragezeichen. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das machen wir auch weg, weil das macht mir zu viel Sorgen darüber. So. Das können wir nicht benutzen, einfach aus dem, weil wir keinen Hangar haben, ne? Gut, okay, den Rest haben wir dann erstmal erledigt. Flieg mal gerade hier in der Ecke weg, damit wir nirgendwo dran erklocken waren. So, und dann gucken wir mal, was wir aus dem Nanonit noch bauen können. Ne, das ist jetzt verkehrt, das müssen wir erstmal nicht auch machen. Wir müssen erstmal nur hier unten... Titan, 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 Titan. Ist das noch Titan? Ja, und da fängt das Nanonit an. Hülle, Triebwerk, Stein, Frachtraum, Quartiere, Korrekturdüsen, gerichtete Korrekturdüsen, Gyrophalanx, Konstruktion, Gerüst, ein Dock. Dock brauchen wir aber nicht. Licht, Solarpanel, Hyperraumkern, aha. Der wäre interessant. Generator, Energiecontainer, Schildgenerator, Produktion. Flugschreiber und Geschützrotationsfixierer. Das sind Leuchtteile. Kante. Fensterlose Hülle. Das sind auch so schicke Sachen zum Bauen. Ist das noch ein giebiger Stein? Hologrammecke, das ist auch interessant. Und hier sind noch. Ja, das war's dann. Tiere. Da ist der Hangar. Also, da müssen wir noch näher am Kern sein, um Hangar zu bekommen. Ja, das würde jetzt für mich bedeuten, dass ich eigentlich den Hyperraumantrieb erweitern wollen würde. Dafür braucht man aber schon für dieses kleine Feldlein 125 von dem Zeug. Was wir nicht haben, wir haben 11. Wahnsinn. Was sagt der Antrieb? Da geht was. Okay, das müssen wir dann mal überlegen, aber wir müssen da erst noch sammeln. Das hat so keinen Sinn mit 11 Einheiten, bringt uns das nicht weiter. Wir haben aber jetzt schon mal auf jeden Fall einen besseren Abbaulaser.
Den wir natürlich auch einsetzen müssen, fällt mir gerade so ein, sonst wird das nichts. Den habe ich ausgewählt. Und dann können wir den entfernen. Die Waffen konnten wir ja alle entfernen. Weil wir da jetzt neue setzen müssen oder wollen. Titanbergbaugeschütz. Turm. Den setzen wir da hin. Und Eisenbergbaugeschützturm. Lasergeschützturm aus Titan sollte der sein, ne? Wo ist das da? Nein, das war der Naonit sogar, okay. Ah, das ist interessant. Ich muss also erstmal einen Naonitstein bauen, damit ich den da drauf bauen kann. Gut. Und dann haben wir hier noch den Abwracker. Der geht auf jeden Fall da drauf. Denke ich. Und dann pack den da hin. Ein riesengroßes Ding. Und dann machen wir hier noch was vor. Das Eisengerüst basteln wir hier dran. Können wir das noch verkleinern? Jo. So. Und dann bauen wir da Naonit dran. Wo ist es? Da ist es. Und was kostet uns das in klein? Ein Naonit. Und dann gucken wir, dass wir den Laser da drauf kriegen. Und das geht. Wunderbar. So, jetzt müsste sich hier eigentlich was geändert haben. Tut's aber nicht, ne? Wir sind immer noch schwach. So toll ist die Waffe nicht. Okay, das bedeutet aus dem Baumodus raus. Piraten greifen den Sektor an. Da unten ist es, okay. Das heißt, wir müssen mal von dannen ziehen wahrscheinlich dann. Da oben ist ein Tor. Südost-Tor, da sind wir hergekommen. Da unten ist auch noch eins. West-Nordwest-Tor. Und wo ist jetzt bitte das Nordtor? Das muss noch woanders sein. Warte mal, bleib mal bei der Ansicht. Am Rand haben wir nichts. Das heißt, es muss hier irgendwo zwischen sein. Ach, dahinter ist noch was versteckt. Da ist es nicht. So, das sind die Piraten. Ich glaube, ich werde mich Richtung Süd-Südost-Tor bewegen, weil ich habe die Vermutung, dass das unser besseres Ziel ist. Wir sind jetzt in der grünen Zone, in Anführungsstrichen. Okay, die werden jetzt woanders angegriffen. Ist das? Das ist die Schiffswerft. Was geht da? Rekonstruktionsort setzen ist natürlich auch eine coole Geschichte, ne? Könnten hier ein Schiff bauen. Tja. Nee, machen wir nicht. Das ist jetzt wahrscheinlich das Nordtor, ne? So sieht's aus. Das war eben wohl wahrscheinlich hinter diesem Tor versteckt. Das Tor, wo man nicht weiß, was da passiert. Komm, wir checken nochmal dieses Tor ab da. Interessiert mich ja jetzt doch. Was ist dahinter? Und wenn wir nur reinfliegen und wieder wegfliegen, dann haben wir wenigstens etwas mehr gesehen. Das Nordtor wäre da. Ja, wir nehmen das jetzt hier. Gut. Okay, da sind wir. Und fliegen da jetzt mal rein. Und checken, was dahinter ist. Gut.
Leertaste drücken. Kein Sektor ausgewählt, ist klar. Einmal Karte. Geht's dahin und dorthin. Und hier drinne ist allerdings nix. Das ist jetzt das Nordwesttor und das ist das Südwesttor. Ich nehme jetzt nochmal schnell das Südwesttor. Obwohl hier im Sektor ist es ziemlich ruhig, ne? Gibt's hier irgendwo Asteroiden? Ich sehe keine. Ist einfach nur eine Kreuzung, glaube ich. Hier ist sonst nix, ne? Nee. Nicht wirklich. Ich sehe nichts. Gut, dann dahin. Einmal da gecheckt, was dahinter ist. Notfalls wieder raus. Gut. Und? Sieht es interessant aus. Da ist ein großer Ball, da ist ein kleiner Ball, auch sehr schön. Und da geht es auch weiter. Lass mal auf die Karte gucken, weil da kann man auch schöne Sachen sehen. Reparaturdock, Schiffswerft, Biotop, Militärstation, Kakaofarm, Ausrüstungsdock, Ressourcendepot, Chemikalienfabrik. Ich glaube, wir bleiben hier erstmal und werden nächstes Mal das Ausrüstungsdock hier auch noch anfliegen. Und ich würde sagen, erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.